Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich spiele heute wieder Valheim mit Darko zusammen und ich entmute mich im Discord. Es geht direkt los. Wir wollen heute Schweine tamen. Der zweite Versuch und Entschuldigung, dass ich so außer Atem bin. Ich war gerade eine rauchen. So. Darkolinchen. Bitte was? Darkolinchen, aka Darko, der nackte. Folge 1, wo du dabei warst oder gejoint bist. Schweinetame. Wollen wir erstmal Tag machen? Ja, gleich. Stellen wir nur was her. Der Fermentierer braucht noch ein bisschen. Ja. Wie groß werden wir das Gehege brauchen? Ich denke mal 2 reicht aus für 2 Schweine. Die bumsen ja dann wie die Weltmeister. Hoffentlich. Was denn? Oh Gott, da hält mir die Luft weg, ey. Oh, Darko, warum? Warum hast du das so bescheuert dahingestellt? Das ist mittig vom Raum. Das ist schon gut soweit. Oh, ich mach das 3x3, das ist sonst zu klein. So und so. Stopp. Das. Nein, das war falsch. Ja, Springstufe 28 mittlerweile. Läuft bei mir. Du kannst ja schon mal gucken gehen, ob du irgendwo ein paar Schweinchen findest. Sofern die nicht weg sind. Auch mal. Mal schauen. So. Eine Tür. Da müssten sie sogar durchkommen. Und eine Treppe, um das Fleisch reinzuwerfen. Bitte? So. Ach, die Pilze. Mann, bin ich bekloppt heute. Toll. Wir sind natürlich nicht mehr da. Ah doch. Sag mal schon, wenn ich blocken darf. Du kannst jederzeit kommen. So, da haben wir ja unser provisorisches Gehege fertig. Gucken, ob das dieses Mal klappt. Von wo kommst denn du eigentlich? Norden. Süden. Oder irgendwie sowas. Warte mal, das ist Osten, wo du rausgerannt bist. Norden ist Wasser. Nee. Süden. Doch, warte mal. Hä? Mach einfach da das Gatter auf. Ich hab nur eine Tür. Ach, von dort kommst du. Ich meine das Haupt. Genau das da. Schwein? Schwein? Was denn? Wo? Da. Jetzt sind sie beide wieder draußen. Wollen nicht so wirklich reden. Ja, klar, greif mich an.
Eins wäre drinne. Ja. Das steht aber an der Tür, das will wieder raus. Das rennt zum Wasser, das eh, ne? Los, weiter. Mal hinter mir die Tür zu. Ist nicht mit rein, wo ist das hin? Da, oh! Das ist wieder raus. Hör doch mal auf, alles anzugreifen. Beschäftige das andere, damit es versucht nicht. Geil, das kann nichts machen, wenn ich im Kreis war. Die rennen immer wieder weg, die Schweine. Wenn die dich einmal gehittet haben, laufen die wieder weg. Der hat mich ja nicht gehittet, der hittet alles andere. Oder wollen wir erstmal bei dem Ehen bleiben und tame und dann ein zweites machen? Können wir auch. Warte, vielleicht, jetzt? Nicht ja. Doch, scheiße! Komm, rein, Nummer 1 ist drin! Nummer 2 bleibt immer! Versuchen wir's. Nee, lass mal offen. Okay, das. Nein, du bleibst drin! Oh Mann, ey. Wir machen 1 jetzt eigentlich. Das funktioniert so nicht. Wo ist denn das andere jetzt hin? Das ist wieder weit und weit rein. Nee, das ist noch hier am Zone. Ja, und das hat keinen Bock auf. Wer ist greift dich ja jetzt an? Und will nicht wieder. Ja komm, wir machen erstmal das eh, ne? Scheiß drauf. Hab's. Nee, das macht nicht. Vorne im Bogen und haut ab. Gut, dann einmal hier Schweinekeule. So. Hast du Pilze dabei? Nee. Ich dachte, du hättest welche. Nee. Außer die gelben habe ich nichts dabei. Wie viel hält so eine Wand aus? Keine Ahnung. Am besten immer dabei bleiben und ja, regelmäßig reparieren. 10 Hammer hast du? Stück. In den Kisten sind noch mehr Hammer. Ach, nur so nebenbei. Ich würde nicht hergesprintet kommen. Das Teil hat sich beruhigt. Das greift gerade nichts mehr an. Jetzt doch. Da hat jemand nicht gesneakt. Pilze sind drinne. Was? Nein! Oh. Jetzt hat sich das Viech wieder beruhigt. Alk, bitte nicht sprinten. Nee, ich lauf ganz normal. Ja, selbst das reicht ja schon aus, um die zu nerven. Komischerweise. Ich guck erstmal, was alles repariert werden muss. Ja, alles. So ziemlich. Tatsächlich nicht so wirklich. Hast du die Werkbank schon? Ja, die habe ich schon. Die war ja fast komplett im Arsch. Draußen höre ich einen Gegner. Mal gucken, irgendwo hier hat die eine Potsauna angegriffen. Ah, hat Herzen. Doppelt. Es ist halt auch schade, dass man nicht wirklich erkennt, ob die also woran man erkennt, dass die getamed sind. Ist es vielleicht schon das Herzchen? Nee, das glaube ich nicht. Könnte höchstens mal versuchen reinzugehen, aber
Nee. Halt, warte, da stand was. Hier. Zähmungsheit 3%. Boah, zu 3% ist es getamed. Du hast die Pilze aufgesammelt. Du musst sie wieder reinwerfen. Also, dauert doch ewig noch. Und ich glaube, 10 Pilze reichen dann nie und nimmer. Also laut der Seite, wo ich geguckt habe, reichen 10 Pilze aus. Für ein Schwein. Ach, schön, dass das Reparieren nichts kostet. 4%? Also wenn du auf das Schwein schaust, von oben kannst du schauen, wie viel... Warte, dann hole ich noch ein paar Pilze, werfst sie dir zu und dann bleibst du einfach mal dabei. Nee. Ach, wie darfst du die Wölfe machen? Ich tame die gerne, du musst dich nur opfern. Verlegen. So, hast du eingesammelt? Ja, dann koch mal. Irgendwas. Ja, was soll ich denn jetzt großartig erst mal kochen? Die Fermentierer sind belegt. Ich könnte maximal noch 2 aufbauen, aber ich glaube, die kosten wieder ordentlich was. Die kosten Bronze, 5, 10 Harz und 30 Edelholz. Ja gut, ich würde sagen, das dauert ein paar Folgen. Das Teil ist bei 7%. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen am Graben weiter. Das ist nämlich so aufregend. Das wollen die Zuschauer bestimmt sehen. Du kannst das Feld ernten. Ne, habe ich erst angepflanzt. Außerdem habe ich die Hoe gar nicht mit. Okay, man muss wirklich regelmäßig hier lang gehen, das kriegt alles regelmäßig Damage. Interessant. Unser Boot. Zeit halt. Ja, selbst hier. Unser Boot noch nicht. Ich hab doch hier immer 2 Säulen gesetzt. Das Schwein ploppt sich schon wieder hier irgendwo durch. Hat sich wieder beruhigt. Hast du jetzt einen Hammer? Nö, immer noch nicht. Bring dir einen vorbei. Selbst wenn, ich weiß nicht, wie ich. Ich habe keine Baumaterialien, kann gar nicht. Nee, brauchst du nicht. Reparieren kostet nichts. Hammer auswählen. Einmal Rechtsklick, dann den Hammer allgemein auswählen. Da steht dann auch, wenn du mit der Mauszeiger drauf gehst, reparieren. Und dann rumlaufen und Linksklick immer machen. Reparieren kostet gar nichts. Also das ist schon mal sehr gut, weil so viel Holz könnten wir auch gar nicht organisieren. Und wie repariere ich? Linksklick dann auf das kaputte Teil. Was ich machen könnte, ist für die Wölfe... Funktioniert nicht. Warte. Nee, ich hab ja, du siehst ja dann auch die Anzeige, den gelben Balken. Genau. Aktuell... Siehst doch, geht. Man erkennt es halt nicht immer gleich.
Ich könnte ins Schneegebiet gehen und für die Wölfe, für den Tame-Vorgang schon mal alles vorbereiten. Ne? Allerdings, ich habe Angst vor den Drachen, dass die mich wieder klatschen. Wäre wenigstens was Witziges für die Folge. Arsch. Das merke ich doch. Du, du opferst dich bei den Wölfen, das steht fest. Ja, ich kann ja mal gucken, ob ich es hinkriege, ansonsten komme ich zurück. Hier, Met gegen Kälte. Haben wir noch 5 Stück? Ich nehme einen mit. Ich hätte hier noch 3, falls du brauchst. Nö. Ich habe meine ja alle wieder in die Kisten gepackt. Unsere Portale sind alle noch heile. Das ist sehr gut. Okay, das hier war, glaube ich, Schneegebiet. Andere Spiele sieht man ja leider nicht auf der Map. Ne. Ach, ich find's krass, wie wenig wir dennoch erst von der Map aufgedeckt haben. Ja. Also, da wird bestimmt noch was kommen. Okay, wir haben gesagt, das hier wollen wir nutzen. Ich brauche eine Werkbank auf jeden Fall. Da. Und eigentlich bräuchte ich nur an der Treppe eine Tür bauen, wenn das geht. Lol. Lol. Okay, das geht tatsächlich. Dann bauen wir die hier ein bisschen weiter unten hin. Dahin am besten. So. Und noch eine zweite, vorsichtshalber. Ja, fertig mit Vorbereiten, Darko. Und du so? Ich so bei. ...23%. Ich hab da irgendwas gehört. Ein Wolf. Fall rein! Fall rein! Komm! Nee, der ist im Kreis gerannt, der Arsch. Wisst du was? Wenn du es unbedingt wissen willst, Hund, komm. So, das war's mit dir. Wolfszahn habe ich bekommen. Okay, ein Wolf ist tot. War Absicht. Alter, aber die erkennt es auch so schlecht auf einmal, weil die haben es wirklich der Umgebung angepasst. Das sind Wölfe. Ja und? Die haben sich nicht anzupassen. Aber ich hatte gelesen, wir brauchen auf jeden Fall eine Plattform in der Mitte. Damit die so, da rein plumpsen. Drache, tschüss. Ja. Hey Darko. Wir haben keine Wurst mehr. Was? Dann musst, dann musst du aufs Klo gehen. Nee. Ist mir schon klar. Ich brauche für die Wurst Disteln, rohes Fleisch und Innereien. Haben wir noch Disteln? 31. Wir brauchen Disteln. Oh, 30% erst. Ich habe mich mit Fleisch überladen, das ist ja auch neu.
Also ich habe 41 Würstchen im Gepäck. Ich frage mich, was du hast. Hey, jetzt? Wie lange hattest du vorher? Und sag nicht, du hast 3. Nee, 3 hatte ich vorher. Ich hock mich mal hier kurz hin und komm gleich wieder. Jupp. Hier, Baumsamen. Dahin. Okay, wir müssen dort auf jeden Fall mittig eine Plattform haben, dass die Hunde reinfallen ins Loch. Aber wie machen wir das am besten? Ich habe noch ein bisschen Frostwiderstand. Da könnte ich... Komm, scheiß drauf. No risk, no fun. Ich hoffe, der Mob ist weg. Der Mob ist weg. Ja. Sieben. Das da. Oh nee, ich höre ihn. Du willst mich doch verarschen, oder? Da machst du viel Damage. Okay. Gut, kein Way. Nee. Und gefrorene Drüse habe ich wieder bekommen. Nice. Schon wieder Drachen gekillt? Ja, der von hier war, der hat ordentlich Damage hier gemacht. Die Werkbank ist so gut wie im Arsch. So, und eine Plattform. So. Dorte, das müsste eigentlich sogar schon ausreichen. Wenn ich das jetzt wegmache und das, die bleibt natürlich nicht in der Luft. Alter, Mann, ey. So. Aber jetzt. Jetzt haben wir eine Plattform. Das heißt, wir müssten von hinten kommen. Das werden wir hinkriegen, denke ich mal. Das wollte ich nicht. So, wenn wir dann von der Ecke kommen, müssten die wirklich hier reinplumpsen. Ich kann allerdings auch versuchen, so ein... Ja, die Kleine reicht sogar vollkommen aus hier. Lull. So. Holz wieder einsammeln. Ja, also vorbereitet für die Wölfe wäre alles. Ich habe hier so einen Rotaugenviech. Ja, warte, ich komme zurück. Hab sowieso nur noch eine Minute 30 Zeit zum Kälteschutz. Also wenn die Schweine schon so ewig brauchen. Jetzt verschwinden die Partikel. Ich weiß, wir brauchen die anderen.
Oh, so lange. Ja. Ist halt wie ein Ark. Ja. Es wäre sonst langweilig, wenn nichts passiert. Wenn nichts passieren würde. Hey, Mr. Schwein. Setzt wieder Akku auf dich? Ja, ja, ich hab nicht mal richtig reingeguckt. Das ist ein Kackviech. Wir müssen den Tieren noch Namen geben. Und ich werde das nicht machen. Naja, du weißt, was bei mir für Namen rauskommen würden. Einer gefällt mir. Welcher? Nicht aussprechen, bitte nur eine Anspielung machen. Den du schon immer nennst. Wenn du ein Schwein ja, bist. Ja, nee. Die Person meine ich. Die Person würde ich dann schon diese blauen Riesendinger taufen. Die sind genauso doof und dämlich. Und sehen auch so aus. die Ho einmal dahin. Oh, Zahlen sind wieder. Ja. Muss man ein Schildchen anbringen, wenn es soweit ist. So, also wir haben jetzt 32 Gegengifte hier drin, ne? In der Kiste. Läuft. Hä? Warum? Ach, den Rüben, der Rübeneintopf ist schon fertig. Oh. Okay. Ich dachte, der muss noch fermentiert werden. Haben wir noch Rüben? Fleisch? Leer? Ach so, Daku. Wenn die Rohfleischkiste voll sein sollte, da ist noch eine leere Kiste jetzt. Da können wir rohes Fleisch mit reinwerfen. Das sind unten die zwei mittelsten. Ich tue das gekochte Fleisch in die erste Kiste und das, ja, Rohfleisch einfach in die zweite Kiste mit rein. In die Rohfleisch und das. Ne, warte mal, dann können wir das hier rausnehmen. Und den Spaß hier rein. Nur, dass du Bescheid weißt, dass wir halt ein bisschen mehr Platz haben. Okay. Schlafen. Ja, und während wir hier schlafen, werde ich die Aufnahme erstmal beenden. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir werden in der nächsten oder übernächsten Folge sehen, ob es geklappt hat mit den Schweinen oder nicht. Und wir werden uns auf jeden Fall auch noch um die Wölfe kümmern. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.